Beides sind free. Ne? Und Batz, während er hinguckt, ist diese Zeile weg und da steht, warte mal, Qui Cardinal Hlont Amore Adolf Homus oder so etwas. Nur Amore hat er natürlich verstanden, aber wer Kardinal Hlont war, keine Ahnung. Nicht? Nachdem er das dann abgebrochen hat am Ende und der Hlont hat gesagt, er liebt jetzt Deutsch. Und zwar halb italienisch und halb polnisch, kann man sagen, oder russisch. Germanski. Liebt er jetzt. Ich gucke nach, weil der Homus hat kein Lexikon und nichts. Ich gucke nach und war noch kein Internet im Lexikon nachgeguckt. Ja, der Kardinal Hlont, der hat also den Bischofs- bzw. Kardinalssitz in Breslau usurpiert. Der war frei, durch Tod frei geworden. Dann hat er sämtlichen deutschen Klerus aus Polen rausgeschmissen und hat ihn ersetzt durch polnischen Klerus. Ja? Und nach 48 ist er gestorben und nach 50 Jahren kommt er und sagt, er liebt jetzt Deutsch. Ja, woher kommt das? Wie kommt das bei Homes rein? Ich kann es nicht gewesen sein. Und der Kollege in Frankfurt, der Dr. de Lavre, Mediziner, der kann es auch nicht gewesen sein. Es ist ein Drop-in, wie man sagt, also ein Kommunikator, der unbekannt ist und einfällt einfach, ohne ersichtlichen Grund. Naja, wir haben das schon weiter, wahrscheinlich ist es auch im Vatikan angekommen. Und der deutsche Klerus hat opponiert, denn der Vatikan wollte diesen Burschen selig sprechen, ne? Der deutsche Klerus hat opponiert und sie haben davon Abstand genommen. Wegen dieses Verhaltens. Ja, und die Dokumente sind bis heute im Vatikan verschlossen und nicht rausgekommen, was damals wirklich gelaufen ist. Er war geflüchtet und war im Vatikan und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, ich bin jetzt hier der Große. Sehen Sie, solche Dinge, die kann man nicht normal erklären. Also brauchen wir die Vorstellung eines allgemeinen oder auch spezialisierten Informationsfeldes, aus dem wir gewisse Teile aus irgendwelchen Gründen, frag nicht nach Gründen, herausdestillieren oder sie kommen auf uns zu, sie werden uns zugespielt und der Sinn ist, denkt doch mal drüber nach. Und keiner denkt drüber nach, außer so ein paar Verrückten wie du und ich, ne? Das Interesse, nein, ja, das Interesse war schon an den Paraphänomenen da, einfach weil mich. Ich hatte also diesen Mentor, den Mann von Siemens, wo ich vorhin erzählt habe, dass der also da die Geräte immer repariert hat, reparieren wollte und die Geräte waren dann wieder heil. Und wenn er wegging, waren sie wieder kaputt. Also, dieser Mann hatte ein bisschen Literatur über indische Religion, chinesische, kann man nicht sagen, Religion, Philosophie muss man dann sagen, eher Buddhismus und so weiter. Und das habe ich im Alter von 16, 17 Jahren gelesen. Und das hat mich damals schon geärgert, weil der einfache Begriff der Telepathie, der ja bis heute offiziell geleugnet wird, weil der einfache Begriff Telepathie da eine, ich sage jetzt mal, vernünftige Erklärung gefunden hat. Es sind also vorwiegend Personen, die irgendwie intimer auf der gleichen Wellenlänge liegen, würde Lieschen Müller sagen. Und da kommen solche Resonanzeffekte zustande. Resonanz im Sinne einer Struktur, nicht von Wellen, sind keine Wellen in unserem Sinne. Und einfach dieser Begriff, der da angesprochen wurde, dass man sagte, also ein Meister hat seine Schüler und er ist geistig in Verbindung mit den Schülern, egal ob in Tibet oder in Indien und so weiter. Und die haben einen Austausch und diese Dinge, das war mir schon vertraut. Und hat mich damals schon, ich benutze gerne das Wort geärgert, gestört, könnte man auch sagen, weil ich gesehen habe oder geglaubt habe zu erkennen, dass in unserem üblichen System, ich war ja nun interessiert, ich wollte ja Ingenieur, eigentlich wollte ich Ingenieur werden, Physik, das hat sich so durch den Krieg ergeben, dass ich Physik studiert habe. Eigentlich wollte ich Hochfrequenz studieren, also gerade diesen Krempel, die Elektromagnetik, Wellen und so weiter. Und das hat mich eben gestört, weil es nicht in das System passte. Und seitdem verfolgt mich, das ist aber die eine Komponente. Und die andere Komponente ist eben, die ich persönlich gehabt habe, ohne diesen Hintergrund, dass ich gedacht habe, naja, in der Begegnung, sagen wir mal gerade mit Mädchen, zu denen man irgendwie ein bestimmtes Gefühl hat. Heute sagt man das Bauchgefühl, das ist auch wieder so etwas. Das kommt nicht aus dem Bauch, das ist Quatsch, natürlich. Das ist wieder biologische Anwendung von physikalischen Gesetzen auf biologische Strukturen. Das ist nicht zulässig. Ist eine Überschreitung, geht nicht. So, egal. Also man hat da irgendeine Art von, benutzt das Wort Resonanzeffekt. Und dann war ich einmal verheiratet und die Ehe ist wegen Krankheit der Frau auseinandergegangen, ist vor kurzem auch erst gestorben, hat dann MS gekriegt und so weiter.
Ich habe jetzt beim Nachschauen, ich bin so ein bisschen in meinem Leben am Kram und ein bisschen Ordnung reinschaffen. Die hat formuliert in einem Brief an mich, sie hätte eigentlich 4 Personen nur in ihrem Leben kennengelernt, zu denen sie einen, ich will nicht sagen jetzt intimen Kontakt, denn das bezieht sich sofort wieder auf die sexuelle Komponente, die ist nicht gemeint, sondern diesen inneren Kontakt. Und sie hätte also 4 Personen getroffen und sie zählt sie auf. Das eine bin ich und als ihr Mann, weil wir verheiratet waren. Und das zweite ist eine Ärztin, an die sie sich gehangen hat, eine Schweizerin und so weiter. Und die anderen weiß ich jetzt nicht auswendig. Und sie beschreibt diesen Zustand, in dem ich mich da befinde, wenn ich einer solchen Person, einem solchen Menschen begegne, den beschreibt die in einer Art und Weise, dass ich nicht besser könnte. Und das ist geschrieben um 1960 oder 70 rum, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Das heißt, man hat das Gefühl, man muss es nicht haben. Ich habe jetzt eine Lebensabschnittsbegleiterin, das ist eine Wienerin und die ist in der Schweiz ansässig, weil ihr Mann in die Schweiz geflüchtet ist, der war Jude und sie ist dann mitgegangen, beziehungsweise war schon in der Schweiz. Ich habe diesen Kontakt zu dieser Frau nicht. Das ist alles lieb und nett. Aber es ist nicht dieses, ich sag mal, Einheitsgefühl. Und das Anstreben des Einheitsgefühls, das geht in mein Alter mit 16, 17 Jahren zurück. Und das kann ich auch nachweisen anhand meines Tagebuchs von damals. Also das hat sich in gewisser Weise durch diese Transkommunikation und die Erweiterung davon bis heute bestätigt und gehalten. Das heißt, ich sehe das so als einen durchgehenden roten Faden. Ah ja, natürlich. Ich meine, wir kriegen auch auf Fragen keine vernünftige Antwort. Ich glaube, ich habe das vorhin abgebrochen, als der Dieter danach fragte. Die da drüben sagen, ja, irgendwelche Fremdwesenheiten, also nicht menschliche Wesenheiten, kreuzen bei uns rum. Aber wir haben die größten Schwierigkeiten, uns oder die wechselseitig uns in irgendeiner Art verständlich zu machen. Das funktioniert irgendwie nicht. Die Systeme sind so unterschiedlich strukturiert, dass also eine 1-zu-1-Übersetzung gar nicht möglich ist. Und was übrig bleibt, ist eine große Unbekannte. Und diese große Unbekannte ist mir bei anderen Experimentatoren, auch mit den Mitteilungen von diesen Experimentatoren, die ist mir mehrfach begegnet, also indirekt. Und was die sagen, macht Sinn. In vielen Fällen. Ich habe so eine verrückte Geschichte. Es gibt einen Begriff, den haben wir vorhin nicht angesprochen. In einem Leben können sich Kreise schließen. Nun will ich folgendes Beispiel erzählen. Kreise schließen. Ich habe eine Freundin gehabt, die ich im Krieg kennengelernt als Soldat aus Knittlingen in Schwaben. Und aus dieser Beziehung ist nichts weiter geworden, weil meine Mutter als erzkatholische Frau aus dem Eichsfeld gesagt hat, du wirst mir doch keine evangelische ins Haus bringen. Ich war damals Student, habe kein Pfennig Geld gehabt, habe bei den Eltern gelebt und habe mir überlegt, was soll das werden? Die Sache ist total aussichtslos. Ich kann doch nicht dieses Mädchen in irgendeiner Form an mich binden oder sie sich an mich binden, ohne irgendeinen vernünftigen Hintergrund. Ja, heute machen die Leute alles Mögliche. Die haben beide nichts und sie heiraten oder sie heiraten nicht und setzen Kinder in die Welt, alles durcheinander. Ist egal, heute, aber damals nicht. Das ging nicht. So. Und das ist auseinandergegangen. Die Frau lebte in Knittlingen, das ist bei Vaihingen in der Schweiz. Ich habe Bekannte hier in Niedernhausen. Wir trinken gelegentlich dann einen Wein und er weiß, ich mag also gerne irgendetwas, was milde ist oder meinetwegen sogar süß ist. Die Knochen mag ich nicht. Aber sagt er, komm, lass uns runtergehen. Ich habe da unten einige Flaschen liegen. Such dir eine aus. Ich greife in das Regal. Kriege eine Flasche raus und dieser Wein ist aus Knittlingen. Rechts keine, links keine, alles andere. Die Leute wissen nicht, wo diese Flasche hergekommen ist, wo sie haben, ob sie Geschenk gekriegt haben. Aber die haben keine Beziehung darunter. Ist eine Flasche aus Knittlingen. Anderes Beispiel. Ich bin als Soldat in Breslau gewesen, gegen Ende des Krieges, und habe in einer bestimmten Kaserne genächtigt und dann, weil die Kaserne verwanzt war, haben sie uns aufs Feld gezeltet und so weiter. Gegenüber auf der anderen Seite von der Oder lebte im Alter von damals 10 Jahren meine spätere Frau. Und das genügt nicht. Würde man sagen, das ist Zufall. Nein, ich bin auf den Fahrten durch Deutschland als Soldat
in Schönebeck an der Elbe gewesen. Und Schönebeck an der Elbe ist der Ort, wohin die Familie aus Schlesien geflüchtet ist. Das sind schon zwei Sachen. Und so geht das reihenweise. Wenn man da mal die Augen aufhält, dann sieht man Beziehungen, wo, wie ich sage, die Kreise sich schließen. Viele, viele Beispiele in meinem Leben. Das bringt mich dazu zu sagen, aha, da ist dieses übergeordnete Feld. Und ohne nun zu sagen, jemand diktiert das, es ist einfach ein Mitschwingen, ich benutze das Wort jetzt nicht gerne, aber eine Resonanz eben, da, ich mache das immer so. Also wir haben eine Struktur und wir haben eine zweite Struktur. Du, das sieht ja aus, als wenn das passen könnte. Sie finden selten oder man findet selten, dass diese Strukturen so aufeinander passen. Aber sie können zum Beispiel so oder so aufeinander passen. Das heißt, Teilstrukturen im Sinne der Mengenlehre sind gemeinsam. Diese Gemeinsamkeit ist von Heim angesprochen worden, denn Heim hat gesagt, die Kommunikation kommt immer dann zustande, wenn die Muster hinreichend ähnlich sind. Das ist natürlich eine Tautologie. Entweder ich sage, die Muster sind hinreichend ähnlich, dann habe ich Kommunikation, oder ich sage, ich gehe von der Kommunikation aus und erkläre die als einen Resonanzeffekt von Mustern. Genau das bringt uns zusammen. Und das Interessante ist wieder eine Aussage, die aus dem sogenannten Jenseits kommt. Die Menschen werden zueinander geführt, um voneinander zu lernen. Das heißt, Erfahrungen auszutauschen, das Weltbild zu verändern. Denn das ist auch so etwas, was ich habe das vorhin übergangen, weil ich denke, dass es auf dem Band also ein bisschen schwierig ist, für einen Außenstehenden zu beobachten oder nachzuvollziehen. Die Leute, die die Kommunikationstheorie aufgebaut haben in Amerika, die haben unwissentlich oder unwillentlich einen Fehler begangen, das lässt sich nachweisen, indem sie statt dem korrekten Wort Datenverarbeitung, was wir ja auch haben, von Informationstheorie gesprochen haben. Und das ist falsch. Ein Signal enthält für den betreffenden Empfänger entweder ein aufgeprägtes Informationspotenzial oder auch nicht. Das heißt also, wenn ich eine Welle hier empfange, wo der Sprecher Chinesisch redet, dann ist da zwar ein Informationspotenzial drin, aber ich kann mit diesem nichts anfangen. Das sind für mich irrelevante Daten. Information bedeutet Folgendes, das ist Weizsäcker, das ist jetzt hier der Dings, der wie heißt der neue da, der Quantenpapst, der sitzt in Wien da, fällt mir gleich ein, ist egal. Information ist der übergeordnete Begriff. Nicht. Und die Information entsteht als Änderung der Struktur des Empfängers. Das ist die eigentliche Information oder das ist die Bedeutung von Information. Ich kann überhaupt keine Information übermitteln. Ich kann nur Signale übermitteln. Und diese Signale werden auf der Basis der inneren Struktur des Empfängers aufgenommen, verglichen, automatisch, halbbewusst, unbewusst, ja, oder auch bewusst. Und entweder sie werden aufgenommen oder sie bewirken eine Veränderung des inneren Systems. Aber niemals kann man Informationen übertragen. Das heißt schon, der Begriff informierte Gesellschaft ist eine Lüge. Und es gibt Lügen und verdammte Lügen. Und das ist eine verdammte Lüge. Das gibt es nicht. Die Information entsteht in dir und in mir und in ihm und in ihr. Und in jeder Weise anders. Dieselben Daten kommen an, dieselbe Akustik kommt, dieselbe Wörter. Ja, eventuell noch mit Betonung und so weiter. Das ist alles falsch. Das stimmt alles nicht. Das ist alles Manipulation. Deswegen auch der Begriff Informationsfeld ist natürlich wieder so ein Krückstock. Wie soll man es denn nennen? Sollen wir es Datenfeld nennen? Dann denken die Leute wieder an 0 und 1, an lauter Bits und so etwas hier. Ne? Er denkt an lauter Bits. Wie viele Bits sind da drin und wie viel werden da pro Sekunde verarbeitet und lauter so ein Käse da. Entschuldigung. Also das meine ich, ist eigentlich der Hintergrund. Und ich kämpfe auch bis zu einem gewissen Grade damit, das zu formulieren. Also das eine Blatt, was ich da für euch mit bereitgelegt habe, da sind so etwa 20 Punkte drauf. Das ist so ungefähr, ich habe das heute Morgen noch mal überlesen, das ist so ungefähr ein Kondensat aus diesen Meinungen, das in etwa ein Spiegel ist für meine gegenwärtige Einstellung. Ich habe das aber schon 95 geschrieben. Also so wahnsinnig viel hat sich dann nicht mehr geändert. Kleinigkeiten, nicht? Aber nicht im Grunde genommen. Im Grunde genommen relativieren, alles hinterfragen und nichts unbesehen glauben. Das geht nicht.